InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Lust auf die Gartenlust 2009 verspürte auch Landeshauptmann Püringer am 18. September und stattete Schloss Hagenau einen kurzen Besuch ab. Seit 4 Jahren wird die Ausstellung im idyllischen Ambiente des Schlosses abgehalten und finden neben 140 Ausstellern jede Menge Fachvorträge, Live-Musik und viele andere Aktivitäten rund um Gartenmusik und Wohlfühlen statt. Ein blühendes Oberösterreich erlebe ich jeden Tag, wenn ich durch das Land fahre, mit den Menschen beisammen bin, in erfolgreichen Betrieben bin, in der herrlichen Landschaft bin. Das blühende Hagenau erlebe ich heute und ich muss sagen, die Veranstalter haben hier wirklich Großartiges geleistet. Ich freue mich, denn diese Veranstaltung, blühendes Hagenau, steht symbolisch für ein blühendes Land Oberösterreich. Und auch dem Hausherrn war es eine Ehre, den Landeshauptmann in seinem Reich begrüßen zu dürfen. Der Landeshauptmann war 3-mal schon da, weil er sich nicht verkneifen kann, die schönen Städten, die es in Oberösterreich gibt, auch anzusehen und auch dann danach seine Landesausstellungen und so weiter zu machen. Ganz ehrlich, würde bei Ihnen ein Blümchen verdursten oder verhungern? Beides nicht, weil ich sicher dafür sorgen würde, dass sich wer darum kümmert. Denn ich hätte zumindest jetzt während meiner aktiven Politikerzeit dafür wenig Zeit, es selbst zu tun. Ja, der grüne Daumen kann noch warten. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die momentan mehr Priorität genießen.